Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Rettungswagen-Simulator 2014. Tag in Asenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Rettungswagen-Simulator 2014. Ich spreche schnell, ihr seht ja warum. Ich muss hier gerade wieder einen Menschen retten. Anhalten, anhalten, anhalten. Wir machen Handbremse an, wir machen das Getüterteil aus. Wir funken erstmal. Und nun können wir den Motor ausmachen. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Einen Knochenbruch. Wurde an... Oh, das, der war ganz schön klein da, oder? Der sah ein bisschen aus wie Yoda. Ja, immer mit der Ruhe. Man kann da ganz langsam hingehen. Man kann auch ein bisschen in, sich einen runterholen vorher, weil da passiert nichts. Oh, das ist wieder eine Frau, die behandle ich besonders gern. Eine Joggerin wurde von einem Auto angefahren. Ein Passant alarmierte gleich den Rettungsdienst. Sehr schön. Das hast du gut gemacht, junge Frau. Das hast du gut gemacht. Dafür kriegst du ein Lob. So. Mal gucken. Immer erstmal ansprechen, ne? Das haben wir schon gelernt. Das gibt Punkte. So, die Patientin klagt über starke Schmerzen im rechten Bein. Das sollte näher untersucht werden. Ja, ich kann jetzt aber hier irgendwie kein Bein auswählen. Das heißt, ich versuche mal mit der Titte hier. Was kann ich hier machen? Bodycheck. Okay, das ist untersuchen. Bodycheck ist untersuchen. Blutzucker ist erstmal Quatsch. Ja, also. Bodycheck. Was haben wir dann? An ihrem rechten Bein, das haben wir doch gerade eben schon mal gehabt, vorhin in der Mission, aber naja, gebrochen. Vitalwerte, das, ja, das ist alles nochmal das Gleiche, ne? Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich, das falsche Fahrzeug gewählt habe, deswegen hat sich das jetzt irgendwie so ein bisschen wiederholt oder so. Sie klagt etwas mehr über die Schmerzen. Ja, mein Gott, hey, was willst du haben? Du willst doch wieder bloß Drogen oder so, ich kenne dich doch. Was machen wir denn dann da? Beinschienen, Bein verbinden. Erstmal verbinden, oder? Natürlich. Erst Schienen und dann verbinden wäre ein bisschen... Oder? Nee, Moment. Ist instabil. Ja, das kennen wir. Komm! Das können wir doch fast schon alles auswendig hier. Wir sind doch schon ausgebildete Ärzte hier. So, das Bein würde immobil... Das ist doch genau das Gleiche. Medikamentöse Behandlung sollen wir vorbereiten. Das heißt, wir sollen jetzt erstmal hier wieder... in den Arm eine Heroinspritze setzen. Moment. Na komm, wir sind schneller hier. Das ist doch alles das Gleiche wie gerade vorhin. Das ist doch irgendwie ein bisschen öde. Jetzt ist ja wieder ein bisschen kalt. Okay, ich sehe schon. Ich muss das andere Fahrzeug nehmen das nächste Mal, damit da irgendwie was... So, wo war die Decke? Da. Ah, da steht ja sogar der Fortschritt. 88%. Sie ist irritiert! Die Schlampe ist irritiert! Und... Wir können zurück. Wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie verarztet. Alles bestens. Gut. So, wir schalten erstmal wieder hier rüber. Okay, das ist sogar realistisch gemacht. Der hockt jetzt hinten mit drin. Das ist ja sehr lobenswert. Wir machen das Licht an. Wir funken. Wir machen die Handbremse los. Wir machen das Tölüdelü. Und wir machen den Motor. Und wir fahren zurück. Jetzt wiederholt sich der Auftrag da schon mal. Das ist nicht so schön. Aber komm, wir nehmen das nächste Mal ein anderes Fahrzeug. Dann schauen wir mal, was passiert. Ob sich das dann wieder ändert. Eventuell ist das per Zufall zugeteilt. Das war ja bei Polizei 2013 auch so. Habt ihr gesehen? Da ist wieder einer gegen die Ampel gefahren. Ja, das sind so die kleinen Freuden im Leben eines Rettungssanitäters. So. Vielleicht sollte ich das nächste Mal einfach gleich wirklich das Feuerwehrfahrzeug nehmen. Ja, hier ist wieder Not und Elend auf den Straßen unterwegs. Das ist grausam. Aber hier haben sie mal wenigstens eine Gasse freigelassen. So, was haben wir hier? Immer noch weiter... Du Arsch! Ja! Zum Glück habe ich hier die Reflexe einer toten Katze, wie ihr wisst. Ja, das muss man ab und zu mal erwähnen. Ich habe den Orientierungssinn eines Nusshörnchens und dafür aber die Reflexe einer toten Katze. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, das ist eine Superheldin, die tote Katze. Kennt ihr die? Dead Cat? Kennt ihr nicht? Ist von Marvel. Müsste mal einen Comic kaufen, die ist echt cool, die Dead Cat. So. Was nicht heißen soll, dass ich eine Frau bin. Nein, nein, nein. Das ist nur meine Geheimidentität. Was rede ich eigentlich für einen Schwachsinn schon wieder, ey? Je länger ich solche Spiele spiele, desto mehr drehe ich durch. Oh, ich blinke die ganze Zeit, fällt mir ein. Auch noch in die falsche Richtung. So, da müssen wir jetzt erstmal nach
links rüber. Das machen wir mal ganz gepflegt über den grünen Streifen. Man muss mal ein bisschen improvisieren können ab und zu, ne? Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass es kein Zeitlimit gibt. Aber für den höheren Schwierigkeitsgrad wäre das eigentlich ganz gut, wenn die das patchen. Das heißt, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich ja auch einfach nur den niedrigsten gewählt. Es gibt einen höheren, ich habe das vergessen. So, wo ist das scheiß Dings wieder? Der wartet auch, ne, der Fußgänger. Das wollen wir schwer hoffen. Da ist das blaue Dings, das ist wirklich sehr GTA-like. Wir fahren mal den Passanten da noch über den Haufen. Und dann sind wir am Ziel. Zack! Stopp! Handbremse! Funken! Und ausmachen! Und Motor aus. So, das Doofe ist, ich muss jetzt dann wieder zurück in die Rettungswache fahren. Das ist ein bisschen, naja, ihr wisst schon. Ich werde nicht weiter drauf rumhacken. Der ist wirklich so klein, der Typ hier da. Der da neben mir sitzt. Schaut euch das an, das ist Peter Maffay. Moment mal. Jetzt gucken wir gerade nochmal rüber. Nö, jetzt sieht er ein bisschen größer aus. Naja, hat sich auf dem Kissen gesetzt wahrscheinlich. Licht, ganz wichtig. Handbremse. Funken, Motor, losfahren. Einfach mal wieder da drüber. Also, das war die gleiche Mission. Wir müssen mal ein anderes Fahrzeug nehmen. Ich glaube, daran liegt das. So. Jetzt müssen wir zurückfahren. Das heißt auch, dass es wieder, dass wieder die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich einen Fehler mache und... Muss ich denn anhalten? Ich muss anhalten, ne? Es gibt Punktabzug. Ne, ich muss nicht anhalten. Das habe ich ja mal ausprobiert. Ich kann einfach da an der Seite vorbeifahren. Vorausgesetzt, ich knalle nicht gegen die Ampel, wo gerade diese Ghost Woman da durchgelaufen ist. Habt ihr das gesehen? Ich komme da nicht hoch, ey. Scheiße. Komm, gib Stoff. Ja, da hätte ich warten können, bis rot ist. Das wäre schneller gegangen, ne? Ach, naja. Jetzt kommen wir da auch nicht gescheit vorbei, oder? Doch. Ja, wahrscheinlich ist längst grün. Und der ganze Aufwand hat sich optisch gelohnt. So, nicht schneller als 50 oder 60, Herr Frenkel. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier links drüber fahre? Ah, ne, es geht nicht, da kommt Gegenverkehr. Das ist ungesund. Ach, die biegen alle ab. Naja, wird gleich grün, denke ich, ne? Blicken wir mal. Oh, wird doch nicht gleich grün. Jetzt dürfen die zuerst fahren. Was ist das für eine Scheiße hier? Komm. No risk, no fun hier. Das geht mit den Bürgersteigen. Das ist schwierig, weil diese Rettungswagen haben bekanntlich nur ein PS. Scheiße! Ich habe angehalten! Die ist mir reingefahren! Das habt ihr doch gesehen! Ihr seid meine Zeugen! Blöde Kuh, blöde! Sag doch du auch mal was! Jetzt komme ich ja nicht vorbei. Jetzt fährt die nochmal auf mich. Alte! Alte! Also gut, ich meine, ich gebe es ja zu. Ich habe es nicht besser verdient eigentlich, ne? Weil, was muss ich da auch diese komischen Touren fahren? Aber, ey, das ist doch mal richtig scheiße hier. Das ist Beschiss, Betrug. Bug. So ein Bug hier. Ah, mit Schwung geht's leichter. Über den Bordstein. Da können wir das doch gleich mal ein bisschen fortsetzen hier. Ich muss zurück zur Rettungswache und hier ist Stau. Das ist nicht gut. Ich mach mal den Blinker aus. So, ihr könnt mich alle mal am Bobbes lecken hier. So geht das nämlich. Das verkürzt die Let's Plays auch ungemein. Das ist sicherlich in eurem Sinn. Dann müsst ihr das nicht so lange ertragen. Okay, hier ist ein bisschen viel los. Außerdem sind hier die Bullen. Die Polizei. Meinte ich natürlich. Ich kann gar kein Tatütata anschalten, gell? Wenn es jetzt gar nicht... wenn ich gar keine Freigabe habe. Schade. Naja. So, was ist jetzt hier wieder los? Warum bremsen die alle? Weil sie keine Ahnung vom Autofahren haben. Ey, da ist Vorfahrtsstraße vielleicht? Warum dürfen da die fahren? Weil es ihnen einfach scheißegal ist, oder was? Pisser! Warte mal, ich muss da rüber, ne? Ich hab Vorfahrt. Hallo! Das kann doch nicht wahr sein, ey. Was ist das denn hier? Das ist kein pädagogisch wertvolles Spiel, wenn ich das mal so sagen darf. Da lernen die Kinder falsche Verkehrsregeln. Ja? Das ist nicht schön von euch. So, wir müssen da hin. Und dann müssen wir, glaube ich, gerade wieder Bescheid pfeifen, dass wir da sind. Es gibt wieder Punktabzug. Ja, ich weiß. Aber da konnte ich nichts dafür. So, bin wieder da. Motor aus. Kacke. Aber ich habe 370 Punkte geholt, immerhin. Drücke Enter. So. Ich weiß nicht,
Den hier sind wir gerade eben gefahren, glaube ich. Ne? Und den hier, glaube ich, den sind wir auch schon gefahren. Jetzt versuche ich mal das Notarztteil. Der ist ein bisschen schnittiger. Ich weiß zwar nicht, vielleicht sind wir den auch gefahren, aber was ist denn hier eigentlich? Ach, kann ich das, da kann ich was eintippen? Nee. Doch, da blinkt ein Cursor, aber es funktioniert nicht. Okay, dann fahren wir jetzt mal den hier. Und danach den Tatütata-Feuerwehr. Das heißt, ja doch, so machen wir das. Schauen wir mal, ob jetzt was Neues kommt, sonst wird man sauer. Panikattacke, das ist neu. Komm, rede mit mir. Ah, ich kann schon mal alles anmachen hier inzwischen. Lalala. Einsatzwagen 1783-1. Es wurde eine panische Person aufgefunden. Anzeichen weisen auf eine Hyperventilation. Ihr Zielort wurde bereits an das Navigationssystem übermittelt. Ja, okay. Beo? Beo! Beo! Oh, 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 Beo! Beo! Uah. Fahren wir mal darum. Das sieht gut aus. So, ist das, sieht das anders aus, das Fahrzeug? Ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich glaube, dass ich fahre wahrscheinlich die ganze Zeit mit dem gleichen Fahrzeug und ich blick's mal wieder nicht. Aber ist egal, komm. Es ist eine neue Mission, insofern ist das schon okay. Und das Feuerwehrdingens kommt dann als nächstes. Bin ich mal gespannt, ob ich dann auch löschen kann. Da bin ich ja ganz groß drin. Ne? Bergfeuerwehrsimulator läuft ja aktuell auch sehr gut. 2014. Komm, Fränkel. Du darfst ruhig ein bisschen schneller fahren. Du darfst auch den Blinker ausschalten. Das Problem ist jetzt hier nur, dass diese blöden Affenköppe irgendwie einfach unvorhersehbar doof durch die Gegend fahren. Also ich meine die anderen Verkehrsteilnehmer. Ich nenne sie einfach mal Arschgeigen. Obwohl, der fährt sehr schön rechts ran gegen den Baum. Das ist ganz ordentlich, was er hier macht, Freunde. Das finde ich okay. Da vorne müssen wir links abbiegen. So. Ja, auch sehr schön. Vorsicht, Baum auf der linken Seite, Herr Fränkel. Und weiter geht's. Panikattacke. Was machen wir denn da? Da geben wir einen Schnaps, oder? Ich glaube, Schnaps hilft. So. Oder auch, wir nehmen einfach, einfach eine Ladung Valium und dann können wir gerade wieder heimfahren, oder? Vielleicht, schauen wir mal. Wir müssen da rüber. So, dann funken wir erstmal. Wenn du mir jetzt reinfährst, dann töte ich dich! Ja, hast du nochmal Glück gehabt. Gefunkt haben wir, dann können wir Motor ausmachen. Und dann geht's weiter! Hurra, hurra! Ja, das sieht er wieder aus wie Yoda. Ja, so auf, Höhe der Gürtelschnalle von der Größe her. Ja. Jetzt, was ist jetzt? Jetzt dachte ich, wäre abgestürzt. Das sind nur Frauen, ey. Das ist ja komisch. So. Eine Frau begann besorgniserregend zu hyperventilieren. Die Ursache dafür ist noch unklar. Warum legen sich die immer alle hin gleich? Das ist ja komisch. Hyperventilieren. Was machen wir denn da erstmal? Wir könnten einen Patienten ansprechen oder den Kopf verbinden. Ja, da stimmt was nicht mit dem Kopf. Den verbinden wir jetzt. Ich vermute aber, ich glaube, dass ich eher das machen muss. Ja, so, sie erzählt davon, wie sie plötzlich keine Luft mehr bekam und kurz darauf schreckliche Angst. Asthmatikerin ist sie nicht. Ja, dann ist das ganz klar ein Psychoschaden. Ach, wir haben, da gibt es eine Maske für. Die trägt auch der Yoda. Nein, der Darth Vader. Ja, braucht er nicht in die Kommentare schreiben. Ich weiß, dass Yoda keine Maske trägt, Mann. So, warum trägst du jetzt eigentlich eine Maske und warum liegt hier kein Stroh auf dem Boden? Die Frau wurde mit der Hyperventilationsmaske beruhigt. Fetalwerte. Komm. Das ist das hier, Blutdruck und Puls. Da lernt ihr nochmal was dazu, Kinder hier, ne? Da draußen vor die Fernseher. Die Verdachtsdiagnose ist noch nicht beendet. Wahrscheinlich hat sie Drogen genommen. Ich tippe mal auf Designer-Droge, ja? Irgend sowas. Arm verbinden. Pulsoximeter. Ich werde es nie lernen. Pulsoximeter. Ich glaube, diesmal muss ich das hier machen. Das hatte ich noch nie. Das war auch falsch. Es muss etwas anderes gemacht werden. Ja, vielleicht eine kleine Wurst. Moment. Blutzucker messen, ja. Hätte ich auch drauf kommen können. Naja. 5 Punkte Abzug ist geschenkt. Ein bisschen ängstlich ist die Frau noch. Warte mal, Frau. Buh! Ja. Was muss ich machen? Beruhigen oder so, ne? Maske hat sie schon. Atemanweisung, Lippenbremse. Was ist denn das? Sie hat Angst. Psychisch betreuen oder die Atemwege sichern? Ich rate gerade ein bisschen rum. Ah, ich habe richtig geraten. Hier ist noch ein wenig kalt. Ja, das wissen wir natürlich, ist klar. Das ist eine Herzmassage. Das möchte ich bitte machen.
Das ist eine Tittenmassage. Seht ihr das? Das sind zwei Hände auf einem Korsett. Das ist eine Tittenmassage. Das darf ich ja, glaube ich, jetzt nicht machen. Ich glaube, ich muss sie zudecken. Ja, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, dann lasst mir ein Like da und dann kommt auch das nächste Mal wieder, wenn es hier weitergeht mit dem Rettungswagen-Simulator. Danke, ciao, ciao!